Vorsprung in der Sharing Economy. Das gilt in Frankreich inzwischen auch in Bereichen nachhaltiger Landwirtschaft. Immer mehr Menschen wollen wissen, von wem ihre Lebensmittel kommen und wie sie hergestellt werden. Die Produzenten suchen Unabhängigkeit von großen Lebensmittelketten. Der Milchbauer Philippe Rebé hat seinen Bauernhof rund 80 Kilometer außerhalb von Paris. Vor einiger Zeit hat er sich dem Internet-Startup La Ruche, auf Deutsch Bienenstock, angeschlossen. Die Ruche hat einen sehr fortschrittlichen technologischen Aspekt, weil man den Konsumenten und den Produzenten über das Internet miteinander in Verbindung setzt. Es gibt auch eine materielle Seite. Wenn ich mich auf den Weg zu einer Ruche mache, weiß ich schon genau, wie viel ich verkauft habe. Ich habe keine Verluste, ich habe nichts Unverkauftes. Das ist für mich sehr gut. Es ist fast schon revolutionär in der Art und Weise des Verkaufs. Mit der Milch seiner Kühe produziert Philippe Käse, Joghurt und andere Milchprodukte. Das Besondere an dem System von La Ruche ist, dass die Zwischenhändler, die normalerweise am Verkauf frischer regionaler Produkte mitverdienen, umgangen werden. Ohne das gegenseitige Vertrauen ließen sich diese Megastrukturen nicht aufheben. So verdient der Landwirt am Ende mehr Geld an seinen Produkten und kann gleichzeitig die Produktion anhand der präzisen Bestellungen effizient steuern. In Philipps Büro laufen alle Bestellungen am Computer zusammen. Ich bin auf der Website von der Ruche, um meine Verkäufe einzusehen. Hier sieht man, dass wir heute Freitag haben. Dort steht, dass es morgen drei Ruches zu beliefern gibt. Hier sehe ich die Details jeder Bestellung. Also ich beliefere drei Märkte in Paris. Im 13., 20. und 10. Arrondissement. Das ist meine Bestellliste für morgen im Comptoir Général. So kann ich ganz genau die Anzahl der Produkte sehen. Bestellt wurde Butter, Sahne, Käse, Frischkäse, Fruchtjoghurt, Naturjoghurt, Zitronenjoghurt, nochmal Naturjoghurt, alles nach Menge aufgelistet. Und Vanillejoghurt. Dies alles ist Teil meiner Produktpalette, die ich hier herstelle. Jeden Samstag verteilen die an die Ruche angeschlossenen Produzenten in Paris ihre Lebensmittel an die Kunden. Als Kunde muss man Mitglied in der Ruche sein. Auch Philippe ist mit seinen Milchprodukten vor Ort. Die Verteilung der Produkte findet an eher ausgefallenen Orten in Form von Pop-up-Märkten statt. Das Prinzip ist einfach. Bezahlt wird im Voraus bei der Bestellung über die App von La Ruche. Jeder Kunde erhält eine Nummer, die er bei der Abholung der Lebensmittel angibt. Geht es Ihnen gut? Die 123 für mich. Die 123. Hier. Eine leicht gesalzene Butter und ein Päckchen Sahne. Super. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Danke auch. Schönen Tag. Ja, es ist auf jeden Fall sehr familiär. Man kennt sich ja zwangsläufig. Man sieht immer dieselben Kunden. Es ist schon eine kleine Vertrautheit. Das ist sehr schön. Ich habe die 243. 243, eine leicht gesalzene Butter und zwei normale. Philippe erhält 80% des Verkaufspreises seiner Produkte. Die restlichen 20% bleiben bei den Organisatoren von La Ruche. Am Ende verdienen die Produzenten mehr als früher. Denn die sonst üblichen Profite der Zwischenhändler entfallen. Zudem spart das System lange Transportwege und es bildet ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl zwischen Kunden und Herstellern.
Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ce qui est sympa, c'est effectivement le côté convivial. Was hier so sympathisch ist, ist die freundliche Atmosphäre und das alles direkt bei mir um die Ecke. Es ist gut zu wissen, dass es nur lokale Produkte gibt und ich die Produzenten hier vor Ort treffen kann. Ich kann mit ihnen über ihre Produkte sprechen, warum sie was wie gemacht haben und wie man sie zubereiten kann. Ich kann meinen Bedarf mit ihnen klären oder ihnen einfach ein direktes Lob aussprechen, weil ich die Produkte mag. Wichtig ist mir auch, dass die Produkte aus kontrolliertem Anbau stammen. Ich stehe in direkter Verbindung mit den Produzenten, die alle im Umkreis von 200 Kilometer von Paris sind. Die Rüsch bietet den Produzenten die Möglichkeit, mit fairen Preisen zu leben und gleichzeitig eine sehr gute Qualität zu liefern. Auch findest du hier alle Bioprodukte, wenn dir das wichtig ist, dich biologisch zu ernähren. Der erste Markt von La Rüsch Qui Dit Oui wurde vor 2 Jahren gegründet. Heute sind es in Frankreich bereits 482, mit mehr als 200.000 Mitgliedern und rund 3.000 Herstellern. Tendenz steigend. Wenn Sie eine Rüsch eröffnen wollen, wenn Sie die Person sein wollen, die diesen kleinen wöchentlichen Markt organisiert, dann gehen Sie auf die Internetseite und klicken auf eine Rüsch eröffnen. Und dort gibt es eine Anleitung zur Anmeldung. Wir werden Sie dann anrufen, um Ihre Motivation zu verstehen und um zu sehen, ob die Rüsch dort, wo Sie sie eröffnen wollen, ein Potenzial hat. Es gibt auch Gegenden, die nicht genügend Landwirte haben oder nicht genügend Kunden. Wir eröffnen aber viele neue Marktplätze, ungefähr 2 Rüsch auf 10 Anfragen. Wir wollen verhindern, dass Menschen sich in ein Projekt begeben, das keine Chancen auf Erfolg hat. Also wägen wir gemeinsam die Möglichkeiten ab, damit das Projekt funktioniert. Und dann helfen wir, ihre Rüsch zu gestalten und sie am Laufen zu halten. Die Nutzung unseres Geschäftskonzeptes wird sehr offen gehandhabt. Die jüngste Verantwortliche bei uns ist 22 und der älteste 77 Jahre. Man muss nur einfach eine gewisse Motivation und ein bisschen Zeit mitbringen. Unser Unternehmen hat 33 Angestellte. Die Hälfte der Leute sind Informatiker, die die technischen Möglichkeiten entwickeln. Die anderen leiten das ganze Netzwerk, betreuen die Verantwortlichen der Rüsch und kümmern sich um die Landwirte.